Herzlich willkommen im Digibet-Studio. Gestern Abend war Champions League und aus deutscher Sicht zwei recht durchwachsene Ergebnisse. Borussia Dortmund enttäuschte bei Olympique Marseille. Sie unterlagen mit 0:3 durch drei schlimme Abwehrfehler. Da wurden die Borussen unter Wert geschlagen und alles andere als gute Ausgangsposition jetzt für die Borussen, für den deutschen Meister in der Champions League in ihrer Gruppe. Auf jeden Fall kann man bei den Dortmundern schon von einer kleinen Krise sprechen. Die Leverkusener dagegen schafften es, sich mit 2:0 gegen den belgischen Vertreter Genk durchzusetzen. Tore von Bender und Ballack sorgten für ein 2:0, also die Leverkusener im Soll. Das war eine durchaus ansprechende Leistung der Bayer 11 gestern gegen die Belgier. Heute geht es weiter mit der Euroleague und da gibt es auch zwei deutsche Vertreter. Zunächst einmal Hannover 96, die müssen heute Abend ran gegen Vorskla Poltawa. Da werden Sie wahrscheinlich auch sagen, das habe ich noch nie gehört. Mir ging es genauso. Ich habe natürlich nachgeguckt, mich informiert und ich habe gesehen, dieser Verein ist auf Platz 6 in der ukrainischen Premier League, genau wie Hannover 96 auch Platz 6 in der deutschen Bundesliga innehat. Also die beiden Tabellensechsten spielen gegeneinander. Die Ukrainer sind in die Euroleague mit einer 0:1 Niederlage gestartet in Kopenhagen. Da haben sie verloren, zuletzt aber in ihrer Liga, in ihrer Premier League mit 3:1 gegen Volin gewonnen. Hannover zuletzt 0:0 in Augsburg. Davor gab es einen vielumjubelten 2:1 Heimsieg gegen Borussia Dortmund. In der Euroleague lief es nicht ganz so gut. Da gab es nur ein 0:0 beim Heimspiel gegen Standard Lüttich. Und Mirko Slomka hat jetzt die Devise ausgegeben: Wir wollen hier in der Ukraine 3 Punkte holen und wollen auf jeden Fall gewinnen. Obwohl der Trainer dabei auf Didier Jakonan verzichten muss, dafür ist Abdullahi wahrscheinlich wieder fit und kann spielen. Also Hannover 96, der leichte Favorit in dieser Begegnung, obwohl es auswärts ist. Und da gucken wir mal auf die Quoten. Da haben wir Vorskla Poltawa, Hannover 96, für einen Sieg der Ukrainer werden 3,10 Euro gezahlt, bei Unentschieden 3,25 Euro und Hannover bei einem Sieg, da bekommen sie 2,20 Euro. Wir sehen also Favoritenrolle ganz klar auf Seiten der Hannoveraner, also durchaus für ein Auswärtsspiel eine recht eindeutige Angelegenheit, was die Quoten angeht, aber die 3 Punkte müssen natürlich auch erstmal eingefahren werden. Schalke 04 hat zum ersten Mal heute Trainer Huub Stevens auf der Bank. Da geht es gegen Maccabi Haifa. Und die Israelis, die sind bei Huub Stevens nicht in allzu guter Erinnerung, denn er hat schon einmal gegen diese Mannschaft gespielt, 2009, 2010 bei den Playoffs zur Champions League, damals noch mit seinem Verein Red Bull Salzburg. Und da verloren die Österreicher zu Hause 1:2 und in Haifa dann sogar mit 0:3. Also Huub Stevens ist gewarnt. Zuletzt gab es ja für die Schalker, damals noch ohne Huub Stevens, einen 4:2 Erfolg gegen den SC Freiburg. Ansonsten bei Schalke hofft man, dass alles fit ist. Auch Raoul, der sich zwar in dieser Woche kurzfristig mal abgemeldet hat wegen einer Verletzung am Knöchel. Heute erst wird entschieden, ob er eingesetzt werden kann. Aber man rechnet damit, dass Schalke mit Raoul aufläuft und wenn alles klar geht, müsste da eigentlich ein Heimsieg her und das sagen auch die Quoten. Da haben wir Schalke 04 hier oben gegen Maccabi Haifa. Nicht allzu viel bekommen sie für einen Schalker Sieg, 1,30 Euro für den Euro ausgezahlt, also ganz klar die Favoritenrolle bei Schalke. 9,75 Euro wären es für sie für einen Euro, wenn Haifa gewinnen würde. Und bei einem Unentschieden immerhin noch 4,70 Euro. Soweit also die Begegnungen für heute.
Das ist das, was uns heute Abend in der Euroleague erwartet. Morgen geht es hier weiter mit Christian Sprenger und dann natürlich die Vorschau auf die Bundesliga. Ich sage Tschüss, machen Sie es gut, bis bald.